Bonjour zusammen. Frech oder frech, das sagt uns gleich Michel Lutz, die Mère von Melhuse. Aber vor allem interessieren wir uns jetzt an den europäischen Teil von der jiddischen Kultur. Wir nehmen euch mit in die Nordvogesen, auf Overbrunn und auf Trimbach. Die Efeu, nun müssen sie weg, aus das sein kannst, wer du begraben ist und vielleicht finden, was die Person für ein Leben hat gehabt. Für Steinputzen, Ungrütpflege oder Psyche rumfeiern, die Rennbiere kommt oft in den Judengottsager zwischen Trimbach und Bühl, seit er das eine fast zufällig vor 12 Jahren hinter Maisfelder entdeckt hat. Mitten im Winter ist viel Schnee gewesen und habe diese Kirche oft gefunden, mitten im Schnee. Und durch alles, wie wir jetzt stehen, ist alles voll Bäume gewesen. Gleich hat sie Alarm gelitten. Der Meer und das jiddische Konsistorium benachrichtigt. Das Gelände ist geputzt worden. Die meisten von den 600 Grabsteinen stehen jetzt wieder im Tageslicht, außer die am äußersten Rand. Das Teil haben wir extra so gelassen, als die Leute sehen, wie der Kirchhof uns gesehen hat, wie ich ihn gefunden habe, vor 12 Jahren. Ja, da haben wir all die Gräber von 1870, 1872. Und da sind Leute begraben von Niederrederen, von Trimbach und manche sogar bis von Colmar. Der Gutsager fährt bis zu 1738 zurück. Mitten in Seedes haben im Dorf 240 Juden gelebt, fast ein Drittel von der Bevölkerung. Und der Ort ist der letzte Zehe davon. Die Rennbiere steht alle zur Verfügung, die eine Führung interessiert. Also der ist mir besonders schon das Herz gewachsen und haben auch Leute schon gesehen, schon schöne Überraschungen gehabt. Leute, die von Amerika gekommen sind, wie ihre Leute wieder gefunden haben. Ihr nächster Wunsch wäre eine Gedenktafel hier auf dem Gelände für die 15 Juden von Trimbach, die in Auschwitz umgekommen sind. Auch die kleine Synagoge von Wert, 20 km weiter, möchte sie helfen und erhalten. Es ist mir alles, dass der Bäume noch bleibt, korrekt, süfer. Einmal im Jahr wird er geputzt, wenn nicht mehr sogar. Das Problem ist, die Hitze, das ist das Dach, ist auch die Kandel, wie nicht gut sind, und ein bisschen Farbe. So organisiert Rennbiri am 15. September in Wert ein Konzert für ein bisschen Geld reinkriegen. Dass unsere Kinder und unsere Urenkelkinder auch wissen, dass du Juden gewesen sind und dass wir das ehren und achten müssen. 50 km mehr westlich in Overbrunn gibt es auch einen kleinen Judengutsager. Der stammt nur aus dem 19. Jahrhundert, nach der Emanzipierung der Juden und der Revolution. Aber die erste Synagoge vom Dorf ist sicher ein paar Jahrhunderte älter. Das kann man merken an den zwei Abrindungen oben dran. Denn hier sind farbige Gläser drin gewesen. Und auch, weil die Leute drinnen wohnen, haben wir gesagt, es ist zwischen den zwei Fenstern ein Estrad mit einem Schrank. Und das korrespondiert ganz genau mit dem heiligen Schrank, wo man die Tora aufgehalten hat. Mitten in jedes Jahrhundert haben in Overbrunn 200 Juden gelebt. Sie haben eine neue Synagoge gebaut am Platz von der jetzigen Post. Aber bald ist die Gemeinschaft zusammengeschrumpft. Und schon 1924 ist die Synagoge entweiht worden und 45 von den Alliierten bombardiert. Also hier ist eine hebräische Inschrift. Das ist ein Datum von 1780. Und es ist wahrscheinlich keuschere jüdische Wirtschaft gewesen. Spuren von dieser Zeit gibt es noch viele. Der Mikwe, das ehemalige rituelle Bad im Privathaus, ist leider nicht sichtbar. Aber neben manchen Eingangstieren zeigt der Hohlraum, dass hier einmal ein Mezuzza, eine kleine Rolle mit Inschriften, gehängt ist. Und es soll das Segen von jeder Person, die rein oder rausgegangen ist von dem Haus. Und all die Zehen vom freieren, friedlichen Zusammenleben sind jetzt am Sonntag während der Feierung zu entdecken. Michel Lütz ist Mère von Melhuse und wir wollen jetzt sehen, ob sie den Stempel von der Frechheit gewinnen kann. Also ich heiße Michel Lütz.
Ich bin 81 Jahre alt. Ich bin der Mère von Milus seit dem 3. November 2017. Und ich wohne natürlich in der schönen Stadt von Milus. Bist du frach oder frech? In der Frach. Rechts oder links? Rechts natürlich. Fluchst manchmal auf Elsassisch? Ja, wenn es ganz schlimm ist, würde ich immer auf Elsassisch fluchen und nicht auf Französisch. Und was sagst du denn? Ich möchte es gerade nicht an der Tele sagen im Moment. Oh je! Was hast du im Elsass am liebsten? Ich glaube, Kuchen im Elsass, was man isst, was man kocht alle Tage. Man sieht es ein bisschen, ne? Ich bin ein richtiger Elsasser. Du! Bier ohne Schaum? Das ist gar nicht möglich. Chaussette in die Klackettle? Nein. Das ist gerade nicht am schönsten. Ah, voilà. Politik machen oder Horschneiden? Ja, Hochschneider, das ist ein anderer Lage. Jetzt mache ich ein bisschen mehr Politik. Aber was ich am meisten gerne habe in der Politik, ist gegen die Menschen gehen, mit den Menschen erzählen. Weitermachen oder aufhören? Ja, das soll es erfahren noch in der nächsten Zeit. Rundum ist jetzt schon wieder fertig. Gleich kommen die Nachrichten und wir melden uns morgen wieder.